Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit Paxis. Wir reden gerade mit dem seltsamen Ochsen, der wahrscheinlich ein verwandelter Druide oder sowas ist. Arkane Kunde, minus 1 von Intelligenz. Irgendwas von diesem Ochsen ist seltsam, aber was? Ja, es ist schön, wenn wir halt mal mit Gale, mit dem Typ hier reden würden, mit dem Ochsen wäre es anders. Brauchen eine 10 und bekommen... Ach, jetzt können wir wieder die göttliche Fügung hinzufügen. Erkenntnis, Zaubertrick. Ach so, ja, ein Zaubertrick verbraucht ja gar keinen. Gar keinen Zauberplatz, Zauberslot. Also ist es ja immer gut, das einzusetzen, wenn man es kann. Bonus 0 bis 3. Ach, reicht leider nicht. Erneut würfeln, Inspiration einsetzen. Weiß nicht, was das bedeutet, aber dann würfeln wir es nochmal. Ist das jetzt ein Zauber oder... Was heißt das? Ja. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Du bist... Mehr als du zu sein vorgibst, magst du mir das erklären? No. You are incapable. Überzeugen. Einschüchtern. Spuck's aus, Kuh, sonst bereust du das noch bitter. Täuschen. Na gut, ich habe gehört, die Tieflinge wollen einen von euch schlachten. Dein Geheimnis stirbt also mit dir. Glaube, ich nehme einschüchtern. Spuck's aus, Kuh, sonst bereust du das noch bitter. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this. Move. Mehr? I mean, move. Mehr erfahren wir nicht von dem. Komm, wir schauen mal noch, ob wir dieses Eichhörnchen noch mal finden und mit dem reden können. Das war irgendwo hier oben. Oder? Das war ja drüben. Hier muss es irgendwo sein. Da. Hölzel. Remember our deal now? Remember our deal now. Ja, ich soll nicht auf die Bäume klettern. Okay. Schade, ich dachte, hätten wir das direkt eingesetzt, hätten wir uns halt direkt mit dem Hölzel unterhalten können. Es wäre vielleicht interessanter gewesen. So haben wir es leider verspielt, weil ich erst zu spät gemerkt habe, ah, wir müssen erst den Zauber einsetzen, bevor wir mit den Tieren reden können. Aber das Coole ist, genau wie Gedanken lesen, es zählt halt bis zur nächsten Rast. Und dann können wir es einfach wieder einsetzen. Ist das ein Zaubertrick oder Stufe 1 Zauber? Aktion, Ritual. Stufe 1 Zauber, okay. Jetzt aber mal hier runter zu den Druiden. Sprechen wir noch mit Duni. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Dich umdrehen, um seinem Blick zu folgen. You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Die Felsen nach einer Öffnung absuchen. You look the rocks over, but find no sign of a way through. Huh. You have my attention. Hätten auch besser mit Gale hier langlaufen sollen und mit ihm reden. Er ist doch bestimmt hier irgendwo reingekrabbelt.
Was soll's? Zange. Diese Zange ist vom Feuer geschwärzt und von Ruß zerfressen. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Achso, was war das andere? Seil, haben wir schon eins. Abgenutzte Reisetruhe. Metallhandschuhe. Rettungswürfel Stärke plus 1 aus fein ausgehämmertem Stahl. Eine Bereicherung für jeden Kämpfer. Umgang mit mittlerer Rüstung ungeübt, aber das ist doch bestimmt was für Kallach. Achso, was hatte Kallach? Handschuhe der Macht, Verderben der Absoluten. Bei einem Nahkampftreffer bewirkst du möglicherweise einen Malus von auf die Angriffs- und Rettungswürfe des Ziels. Fingerfertigkeit plus 1, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ich denke, das ist auch besser als die Metallhandschuhe. Vielleicht kann sie die Klerikerin nutzen. Ja, die kann sie nutzen, die hat auch keine Handschuhe an. Und es passt ziemlich gut zu ihrem restlichen Outfit. Hat er kein Diebeswerkzeug? Der hat doch Diebeswerkzeug. Wieso können wir denn nichts mehr öffnen? Ach, jetzt geht's wieder. Okay. Schwierigkeitsgrad 15 ist ziemlich hoch. Diebeswerkzeug 1, Geschicklichkeit plus 3, plus 2, Bonus insgesamt 7. Bis 11, das sollte da reichen, ja. Rauchpulverbombe. 12 bis 21 Schaden. Wirf eine Bombe, die beim Auftreten explodiert. Diese explosive gnomische Erfindung ist vollgestopft mit Rauchpulver. Silberbarren. Kleiner, aber schwerer, ungehärteter Silberbarren aus dem Hohen Hause Gond. Gott, ich würde ja gerne immer noch. Ich würde ja gerne nochmal zu diesem blöden Gefängnis laufen. Ist auch nicht so weit weg. Es kann doch nicht sein, dass wir dieses Schloss nicht knacken können. Wir probieren es nochmal. Come on! Nicht erreichbar. So eine Lüge. Da müsste doch dastehen, nur von der anderen Seite aus knackbar. Und selbst wenn dem so wäre, das, was ist das für ein Schloss, was nur von der anderen Seite auf zu öffnen ist? Ich habe das Gefühl, wir übersehen irgendwas. Können wir da hinspringen? Vielleicht können wir das sogar. Wir versuchen das mal. Wir speichern. Es funktioniert. Wir sind schlauer. Die anderen kommen auch mit. Ah, wie geil. Schön, dass ich hier nochmal hingegangen bin und mir das dementsprechend verdient habe. Einmal brauchen wir nicht. Verrotteter Korb, verfaulter Pilz, sieht aus wie ein fauler Fliegenpilz. Vergiftet für 10 Züge. Dieser Pilz ist zwar groß und rot, aber auch mit flaumigen Schimmel bedeckt. Ob wir den irgendjemanden ranwerfen können, dann wird er vergiftet vielleicht? Hier sind noch ganz viele andere Pilze, die können wir leider nicht nehmen. Abgrund. Ich glaube, hier können wir dann auch lang. Hier scheint mir auch noch ein Weg lang zu gehen. Eieiei, in was für einem geheimnisvollen, was für einer geheimnisvollen Ecke von diesem Hain sind wir denn jetzt gelandet? Ach, unterirdische Passage? Okay. Das heißt, das ist wohl dafür gedacht, dass man auch so in diesen Hain reinkommt, selbst wenn die einen nicht reingehen lassen wollen. Hier sind auch Goblins. Kommen wir hier einfach auf der anderen Seite raus? Ja. Aber ich würde halt das hier gerne erst klären, wenn ich alles im Hain abgedeckt habe. Ich weiß ja auch nicht, ob wir da vielleicht nochmal...
Rune des Bären. Ich weiß ja auch nicht, ob wir da vielleicht nochmal irgendwie ein Level aufsteigen oder noch irgendwie stärker sind, weil wir eine bessere... Weil wir eine bessere Rüstung bekommen oder mehr Schaden machen mit einem besseren Schwert etc. Deswegen würde ich erstmal hier lang gehen. Ja, in welche Richtung gehen wir denn jetzt zuerst? Wir gehen mal zuerst hier runter. Und öffnen diese Tür von der anderen Seite, was ja nicht ging, von der wir gekommen sind. Haben irgendeine Falle ausgelöst, aber hat nicht so viel Schaden gemacht. Angriff von ausgezehrter Fackelstelle. Ausgezehrter Fackelfeld auf geschossen. Astarion erleidet 3 Feuerschaden. Okay. Wahrnehmung erfolgreich. Oh. Irgendein blöder Pilz ist das. Aber wir müssen da halt langlaufen. Kaputte Tür. So. Jetzt sind wir endlich auf der anderen Seite. How can I help? Geht bitte alle mal weg hier von diesem komischen Ding, was explodieren kann. Keep your distance, darling. Ausgezehrter Fackelstelz. Dieser Pilz fehlt es sichtbar an Nährstoff, er pulsiert jedoch trotzdem gefährlich in einem hochroten Licht. Plus Waffenverzauberung. Und jetzt können wir das bestimmt knacken, oder? Should be easy. Ach, wie was? Das hätten die hinschreiben müssen, dass man es nur von der Seite aus machen kann. 15. Das sollte auch nicht schief gehen. Ich will, dass es aufgeht. Diese göttliche Führung, dieser Zaubertrick ist echt Gold wert von der Klerikerin. So, rostige Gefängnistür geklärt. Jetzt gehen wir aber nochmal in die andere Richtung. Weil hier ging es ja auch weiter. Müssen wir wahrscheinlich auch hinspringen. Ja. Jutesack. Luftige Sandalen. Die Riemen stellen entweder einen Fisch oder ein Baumotiv dar. Diese Sandalen sind ideal für einen Spaziergang am warmen Morgen. Ist ein bisschen was wert. Also nehmen wir die mit. Weg. So. Beutel, wo? Hier. Bärenskulptur. In dem Durchgang war doch auch eine Bärenrune. Interessant. Goldkelch. Dieser Kelch besteht aus kostbaren Metallen, doch durchziehen kleine Adern von Rost seine Basis. Schriftrolle sengender Strahl. Schleudere 3 Feuerstrahlen. Jeder Strahl bewirkt 2 bis 12 Feuerschaden. Nice. Kann er das dann auch theoretischerweise benutzen im Kampf, oder? Könnte er. Will ich aber nicht. Ich wollte nur wissen, ob es Sinn macht, ihm diese Schriftrolle zu geben oder ob wir das dann einfach Gale geben.
So, wo geht's jetzt lang? Können wir hier drauf? Können wir mit Sicherheit auch hier reingehen? Stop! This place is off limits. Leave. Sehe mich nur um. Motiv erkennen, überzeugen, täuschen, einschüchtern. Motiv erkennen, ihr Gesicht studieren und versuchen, ihre Emotionen zu lesen. Überzeugen, plus zwei. Keine Angst, ich helfe euch. Täuschen. Ich fürchte, das geht nicht. Ich bin jetzt für diesen Bereich zuständig. Ist natürlich Schwachsinn. Klar, wir nehmen überzeugen. Oh, fehlgeschlagen. That's bull. Get the hells out of here before I call the guards. Mist. Oh, I hätte ich nur mit Gale geredet. By all means. Between your ears. Out! I won't say it again! Warum sitzt sie denn so merkwürdig da? Hauptbuch der Druiden. Kann ich das wenigstens lesen, ohne dass sie ausrastet? Let's see here. Guards! Guards! Okay. Kann ich nicht. Hätten von Anfang an mit Gale reden müssen, dann hätten wir es auch geschafft, sie zu überzeugen. Schade. Dann gehen wir da eben wieder raus. Es hat sich ja trotzdem gelohnt, da lang zu gehen, was wir da alles Schönes entdeckt haben und einsammeln konnten. Okay, wir haben ein klein wenig Schaden genommen durch diese blöden Pilze, die explodiert sind. Ah, hier unser Anfangsgebiet. Die Toten 3. Baal, Bane, Mir... Okay. Lesen wir eben nicht weiter die Informationen durch. Wir kommen langsam Hunger. Ich glaube, ich muss nach dem... nach der Folge erstmal eine Pause machen und was essen. Guards! Was? Guards! Just move. Wir haben es... falsche geleistet, geladen. Hä? Okay, dann laden wir eben das. Ich habe doch nur nicht umsonst. Ah, jetzt könnten wir nochmal mit der Frau reden. Ah, das, ich will eigentlich das nicht so ausnutzen, aber ich habe schnell gespeichert, bevor wir nochmal mit ihr geredet haben und bevor wir dieses Buch gelesen haben, und trotzdem hat sie, als wir geladen haben und dieses Zustand noch nicht da war, hat sie dann einfach gerufen und gesagt, hier, Bingo Bongo, was ist denn los, holt mal die Wachen. Das heißt, jetzt sind wir hier, oh, jetzt müssen wir das alles nochmal machen, naja, es ist nicht so schlimm. Okay, da müssen wir jetzt nicht reingehen, wir wissen ja, was das ist. Hier unten lang gehen wir dann. Over here. Dann ist hier irgendwo dieser blöde Pilz. Hä? Was ist denn hier? Ist da noch so ein Pilz? Ich glaube, da ist noch ein Pilz, aber aufgrund der Tatsache, dass das Holzfass im Weg steht. War ja richtig schlau von uns. Aber es macht nichts, weil wir haben keinen Schaden genommen. Ich wollte eigentlich dieses Holzfass wegnehmen und dann diesen
Pilz zerschießen. Gut, jetzt speichern wir nochmal. Wir wechseln auf Gale. Let's chat. Stop! This place is off limits. Leave. Motiv erkennen. Plus 2. Überzeugen. Plus 3. Dann nehmen wir überzeugen. Damn it! Was inventory today? I'm sorry. Nerves are shot after the attack. Do what you gotta do. Sorry if I don't show you around. Braucht ihr Hilfe beim Aufstehen? I just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion! Wo habt ihr den Trank her? Oder nehme ich das zweite? Klingt nach einem ziemlich dubiosen Gebräu. No! I'm just an idiot. I wanted an edge against the goblins, and I got it. I'm as strong as a bugbear. And fearless. But the old lady, she warned me of side effects. Should have listened. Now I'm stuck guarding crates. Starke Tränke haben manchmal eine dauerhafte Wirkung. Solltet euch aufs Schlimmste gefasst machen. What? No. No, she said it wouldn't be permanent. It can't be. It'll wear off soon. It has to. Mhm. Dürfen wir jetzt hier drin weiter rumlaufen oder ruft sie dann die Wachen? Loser Stein. Hauptangriff zu schwer zum Werfen. Kalach? Hey, good looking. Werfen. This is ridiculous. Was mache ich denn mit dem losen Stein? Kommt mal bitte alle hierher. Ihr sollt euch nicht verstecken, ihr sollt Gruppenmodus wechseln, damit ich die einzeln steuern kann. This isn't the most boring post in the grove. I don't know what is. Okay. Ist das einfach, um hier rausgehen zu können? Hä? Was war denn jetzt der Sinn, diesen Stein da wegzuwerfen? Sehe ich nicht. Yo. Aha, das leere Regal war das einzige, was nicht als Stehlen gilt. Und wir lesen mal noch das... Ah ne, hier oben noch. Dann lesen wir halt das Buch. Auf dem Buchdeckel steht innen Vorratsprotokoll gekritzelt und wurde unterstrichen. Auf den verschmutzten Seiten ist der Vorrat an Lebensmitteln und Medikamenten aufgeführt. Die hastigen Einträge am Ende deuten darauf hin, dass die Vorräte fast aufgebraucht sind. Naja. Wenig Interessantes hier, wahrscheinlich nur interessant, wenn man anfangen will, hier alles wegzustehlen, aber das wollen wir ja nicht. Gehen wir also weiter zurück und dann können wir endlich mit den Druiden reden. Meine Herren, wie wir immer vom Einfachen ins Tausendste kommen und einfach nicht fertig werden, aber...
Was soll ich machen? Die Gegend, das Spiel ist halt so interessant gemacht und ihr kennt mich. Ich bin auch einfach nicht in der Lage, in irgendeiner Form Dinge zu ignorieren. Ich bin einfach dieser Erkunder. Deswegen wäre ja auch einfach ist ziemlich cool gewesen, hier einen Waldläufer zu haben, den ich als Hauptcharakter erstelle, weil das hätte natürlich sehr gut zu meinem Spielverhalten gepasst, so einen neugierigen, erkundenden Waldläufer. Aber leider ja, habe ich mich für den Hauptcharakter entschieden. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, schieß da mal drauf. Nein, nicht hingehen. Oder wir gehen hin und niemand wird verletzt. Das ist auch okay. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich... Also eigentlich hätte ich gerne so einen Waldläufer als meinen eigenen Charakter. Aber im Nachhinein muss ich sagen, wenn man hier nur mit einer Vierergruppe rumlaufen muss und es gibt so viele Hauptcharakter, bin ich eigentlich doch ganz froh, dass... Schieß doch einfach mal. Bin ich doch ganz froh. Kalacher leidet einen Feuerschaden. Unangenehm. Die war doch gar nicht da drüben, aber egal. Bin ich doch ganz froh, dass ich einen Hauptcharakter genommen habe. Oh, guck mal. Das haben wir beim ersten Mal gar nicht gefunden. Verrottetes Stück Käse aus Tiefwasser. Ein einzelner weißer Wurm windet sich in diesem Stück Käse. Bin mir immer noch nicht sicher, ob wir das auf jemanden werfen können, um ihn zu vergiften. Aber egal. Verfaulter Pilz, verfaulter Fisch. Diese Fischschuppen sind von einer stinkenden Schleimschicht bedeckt. Bestimmt können wir das auf jemanden werfen und der wird dann vergiftet, denke ich. Komm, Wahrnehmung, da ist noch so ein Pilz. Wahrnehmung. Meine Herren, ey. Zum Glück scheint er nicht viel Schaden machen zu können, deswegen werden wir fast immer gerettet, wenn wir das auslösen, aber egal. Gab's denn noch irgendwas? Was leuchtet denn da unten? Da leuchtet doch irgendwas. Steht zwar Abgrund da, aber da leuchtet irgendwas. Egal, knacken wir jetzt das Tor und dann können wir in der nächsten Folge endlich mit den Druiden sprechen. Fingerfertigkeit, Expertise. Drei, oh Gott. Es reicht nicht. Krass. Noch einmal, Diebeswerkzeug wird verwendet. So, bis zum nächsten Mal, Frau Goblin. Und auf zu den Druiden. Meine Herren, hat es lang gedauert. Oh, ich muss echt was essen. Ich habe Hunger. Aber ich will da wenigstens noch hinlaufen, ey. Was haben wir hier? Loch. Hier scheinen wir auch noch ein Händler zu sein. Mattes, ist das ein Kind als Händler? Sieht so aus. Wir speichern erstmal. Liken, kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Wie ewig lange wir brauchen, um hier mal voranzukommen. Aber es ist halt geil, es ist einfach zu geil. Ich muss alles angucken. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier wieder 200 Stunden spielen, bevor ich es durchgespielt habe. Was soll's, macht's gut, bleibt cool.